In Schuss habe ich keine. Den Okay. kann ich dir geben. So, da kannst du dich wenigstens selber mit umbringen. Denn. Ah doch, ich hab ich hab vier. Wenn das aussichtslos ist, Fünf dann Schuss habe ich jetzt. schießt dir einfach selber im Kopf. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Ja, nachdem ich in der letzten Folge gesprengt worden bin und hier ganz viel kaputt ist und wir das alles ja nicht so auf Anhieb reparieren können, müssen wir uns heute mal auf den Weg machen und gucken, dass wir wieder ein bisschen was zusammenkriegen, was wir in den letzten Folgen so verloren haben. Genau. Hochmotiviert, wie ihr hört, sind wir. So, wo ist da? Ja. Wir müssen jetzt wieder ganz kleine Brötchen backen. Guten Tag. So, ganz kleine Brötchen. Wir hatten in der Nacht schon wieder Gewitter und Regen und oh, Karotte. Alles in mich reingeschlungen. Schnell was Neues angepflanzt. Zack. Hier kommt auch gleich noch die Karotte. Die kannst du denn? Oh. Ist egal, ich hab null, aber Hauptsache ich hab das eh ne voll. Lass mal zu den Fallen gehen und mal gucken, dass wir die reparieren und die innen auffüllen. Wir haben jetzt Wo sind... Ach, da. eine neue Falle gemacht. Also von hier aus gerade weg. Und dann hier links, wo die Bäume sind, also an dem Fels rechts vorbei und hier links hinter den Bäumen zum nächsten Fels. Hier steht jetzt die nächste, oder Ist ja bei wie eine Ihnen kaputt. Schnitzeljagd, ey. Ja, Ist was drin? bei Ihnen Hasi. war Nehme kaputt. Ja, nimm mit. ich ja. Sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier an die Fallen komme. Hab da eben eine Faser irgendwo Zum gesehen. Da. letzte Nacht oder letzten Abend waren da nämlich drei Wölfe. War ein bisschen Du bist so leise. schwer. Echt? Mach dich mal lauter. Kann Irgendwie. man nicht lauter machen. Warte mal, dann muss ich kurz gucken, dann ruckelt es jetzt kurz mal. Da ist eine Baukiste. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht einer. Ja. Gesundheit. Dankeschön. So. Okay, so viele Wölfe sind jetzt hier nicht mehr. Na, das ist schön. Am Ufer vorne. Ja. Ja. Ist doch, die ist wieder repariert, da ist eine Baukiste. Hier ist noch eine andere. Ah, hier ist eine Baukiste. Jetzt Hauptsache, müssen die wir immer lauern die uns. Lagerfeuer Ja. im Auge behalten in der Nacht. Oder beziehungsweise am frühen Morgen, dass wir sehen, wo wir am Tage lang gehen können. Da können wir nicht lang gehen, Ich habe aber weil keinen zu da sehen da. die müssen auch viel mehr Reichweite jetzt haben, diese Banditen und Jäger. Kann natürlich sein. Weil ich konnte die gerade so erkennen vom Erzfelsen aus. Und die haben mich einfach weggemacht. Die Schweine. Ja, dann müssen wir heute mal so einen Weg in Richtung Osten gehen. Sollen wir mal gucken, ein bisschen da. Gehen wir mal in Richtung Osten. Ich habe noch nicht mal eine Spitzhacke. Gar nicht. Aber ich habe Also einen wenn Bogen, wir. aber keine Pfeile. Und ich habe eine Waffe und keine Muni bei. Aber brauche ich auch nicht. Wir haben bloß noch 7 Schuss oder so. Für die Kleine. In Schuss habe ich keine. Den Okay. kann ich dir geben. So, da kannst du dich wenigstens selber mit umbringen. Denn. Ja doch, ich hab vier. Wenn das aussichtslos ist, Fünf dann Schuss habe ich jetzt. schießt dir einfach selber im Kopf. Aber was wäre denn, wenn ich, Weiß ich also, nicht. wenn wir jetzt angegriffen werden und, Hören wir nicht mehr. na, wenn die jetzt hier kommen, irgendwo vom Lagerfeuer und uns töten wollen oder mich frisst was. Und ich im letzten Moment streife ich noch schnell meine Klamotten ab und werf sie hin und du sammelst die ein, das geht aber, ne? Also ich lass mich einfach nackt töten und du sammelst alles schnell ein oder so, dass wir nicht alles verlieren. Tja, das weiß ich nicht. War ja beim letzten Mal auch so, dass ich deinen Rucksack noch aufnehmen konnte.
kurz. Ja. Du musst jetzt immer am Rand vom Ufer gucken, ob da einer angelt. Ach so, ich tauche gerade. Entschuldigung, ich wollte nur wegen Alge. Ja, ja, nee, das ist alles gut, aber jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Vorsicht. Wir waren schon wieder so völlig, ach hier, die ersten Wehen haben wir weggemacht, gar kein Problem. Dann gehen wir mal zur nächsten Base. Scheiße. Dann. Ja, man darf aber auch nicht nur so ängstlich sein und sich immer im Dunkeln verstecken und. Aber was würdest du denn in Wirklichkeit machen? Da würdest du das auch nicht machen. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass mir das in Wirklichkeit passiert. Hoffe ich mal. Aber wer weiß. Oh. Wir brauchen Baukästen. Ach, das Schwein. Pass auf, Elchileinzer. Sind garstig. Ich sehe ja keinen. Nee, das ist doch gut. Und nur wenn du ihn siehst, nicht hingehen. Kannst jetzt nicht Ei machen. Ich gehe da so und so nicht hin und mach Ei. Bei denen. Baukiste und. Ich habe schon 8 Nägel gefunden wieder. Vielleicht noch mal ein bisschen Muni. Und wir haben keinen Dietrich dabei, oder? Nee, wir haben ja keinen. Nee. Oh, da knurrt was. Das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Das darf uns Subsistence mal wieder ein bisschen reicher beschenken. Ja, doll mit Kisten ist wirklich nicht. Aber das hatten wir ja von Anfang an. Das ist ja immer so, ja. Ich glaube, man muss ihn doch immer sehen, wenn die da hinten bei dem Erzfelsen sitzen irgendwo. Dann werden die am Tage hier unterwegs sein zum Wasser. Ich weiß nicht, ob die zum großen See gehen oder ob die hier zu dem kleinen gehen. Was ist denn? Warte. So. Nee, ist wirklich alles leer. Gut. Aber wir können auch nicht so weit voneinander entfernt laufen, weil irgendeiner rennt wieder in irgendein Lagerfeuer rein. Scheiße. Warten, hast du was gesehen? Ja, ein Huhn ist vor dir oben im Berg. Aber ist hier auf dem Berg gewesen und so ein bisschen schräg runtergegangen? Jetzt rennt er natürlich. Ja, ich hab ja keine Pfeile. Berg hoch ist doof. Oh, wo grunzt er? Tja. Wenn das noch anfängt zu regnen, dann müssen wir schnell zurück. Es sind 12 Grad, das geht wohl noch. Aber wenn wir nass sind? Was ist denn da unten? Steht da einer? Nee, das ist nur von dem Busch, wa? Oh je, gib uns doch ein paar Kisten. Also so ein paar Baukisten, dass wir ein bisschen reparieren können. Und ein Dach bauen können. Du hast es wieder heraufbeschworen, ey. Na, jetzt sieht doch die ganze Zeit schon so aus. Hab ich Nägel? Nee, 0. Ich hab 8. Ja, können wir noch nicht mal was bauen von. Mann. Vielleicht können wir uns ja ein Faserdach bauen. Achso, gab neue Infos zum nächsten Update. Wir kriegen Buggy. Es ist schon Buggy manchmal. Naja, nee, so ein Auto. Achso. Also so wie so ein Fahrzeug. Cool eigentlich, wa? Naja, aber es passt zwar nicht, also ja. Oder warum auch nicht? Es sind zwar weite Wege hier, aber das ist so das Wenigste eigentlich, was das Spiel braucht. Ich hätte gerne so ein Teil. Wartet Regenwasser fängt oder so. Jetzt auch noch Ansprüche stellen, wenn schon wieder ein Update kommt. Dann brauchst du nicht immer das scheiß Wasser abkochen. Ja, ja, ja. Dann hast du da immer ein bisschen Wasser drin, brauchst bloß deine Pulle auffüllen. Na, aber Regenwasser musst du auch abkochen. Vielleicht. Müsste man ja denn eigentlich nicht. Oh, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen deprimierend und schleppend, wa? Schleppend ist es schon immer gewesen.
Ja, aber so als... Ich habe mich auf die Banditen gefreut, die haben wir schön getötet. Gut, die haben uns auch getötet, aber da war noch so ein bisschen Freude und mein Killerinstinkt so, geweckt. Die Banditen sind ja noch an, du kannst sie ja noch mal töten lassen. Ich will wenn mich dir nicht Freude töten. Macht. Also. Nee, mir macht es Freude, die zu töten. Aber. Hast du Metall? Nein. Schrott schon nicht von? Nein. Ich finde gar nichts. Ich finde meine Faser und mein Grünet. Nicht, vielleicht sollten wir denn hier öfter lang gehen. Ja, ja. Kommt dem drauf an, wo die Lagerfeuer sind. Also, wenn hier alles frei ist und nichts weiter ist, dann kann man natürlich immer hier lang gehen. Und ein bisschen gucken. Aber wenn denn hier ein Lagerfeuer ist mit vier so bösen Viechern. Ah, Wölfchen. Also Holz können wir uns ohne Ende besorgen und Fasern wahrscheinlich. Tja. Ist der Bene. Aber Nägel wären geil. Mein Gut, wir könnten uns auch welche herstellen, aber das ist echt teuer. Ich hab noch keine Spitzhacke. Bisschen Erze müssen wir auch mal wieder besorgen. Am Erzfelsen ist keine Option mehr mit Erzen besorgen. Der fällt aus. Wartet nicht. Oder wir machen sie nochmal an und nochmal aus und hoffen, dass sie nicht wieder das bauen. Dann bauen die ja wieder neu. Aber die haben doch da nicht gebaut. Das war doch ein Lagerfeuer, oder? Nee, die da haben gebaut. Okay. Nee, nee. Ach ja, stimmt. Stimmt. Aber ich glaube, ja, dann sind sie wahrscheinlich nur ein bisschen näher. Wir lassen die jetzt einfach so, ne? Ja. Wir erinnern ja jetzt nichts dran. Das Einzige, was wir uns ein bisschen erleichtert haben, ist, dass keine Gegenangriffe kommen. Solange wir noch kein Dach oben drauf haben. Nicht, dass wir eine Granate oben überschmeißen. Genau auf meinen Kopf. Oh, wir müssen zurück, mir ist kalt. 7 Grad? Mir ist sehr kalt. Du müsstest aber eigentlich auch frieren, oder hast du andere Sachen an der Säcke? Nee. Aber ich friere noch nicht. Doch, jetzt friere ich. Jetzt hat sie sich geschüttelt ein bisschen gerade. Zum weißen Punkt ist zu Hause. Ja, ich gucke ja nur, wo du bist. Wir müssen will dich ja nicht alleine lassen. Gucken, dass wir einen Madenbaum mitnehmen. Oh. Schnell. Ja, machen wir. Siehst du, ohne Sachen ist echt Lippelwetter. Lippelwetter. Da ist ein Wölfchen. Da ist noch eine Baukiste, glaube ich. Oder was ist das hier? Ja, eine Baukiste im Augenblick. Kein Nagel, ey. Garstisch, wie das ist ein Wolf oder irgendwas. Ja, hab gesehen. So eine Baukiste. Ja, hier, wo wir öfter unterwegs sind, ist mehr. Hier ist auch noch eine Kiste. Aber keine Baukiste, aber ist egal. Oh, wieder keine Nägel. Auf der Spitze treiben mit dem Leben. Hier ist noch eine Kälte. Kiste. So. Das ist ein Metallschrott. Jetzt könnte ich mir endlich eine Spitzhacke bauen. 4 Bretter. Ne, Metallschrott. Da ist noch eine Kiste. Hohoho. Ho, ho. Ja, immer die Ohren offen halten, ne? Ja, die sind offen. Ja, ja, aber bei dir ist immer. Auch wenn die Ohren offen sind, ist schwierig. Ja, nicht. Doch, mit dem Matschauge. Du durftest jetzt nicht mehr Fuchs. Lux. Fuchsauge heißen. Nicht mehr Luxauge, sondern Fischauge. Wie bei Top Gun. Oder nee, bei Hotshots. Bei Hotshots war er. Fuchsauge sei wachsam. Der so ein bisschen geschielt hat. Warum? Ich hab doch. Ich schiel doch nicht. Nee, aber du siehst doch mal nicht. Ich sehe alles. Hm. Ich gehe einfach nur manchmal gezielt an Sachen vorbei. Ach so, ne? Okay. Dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch 43.
Das Huhn vor unserer Base ist unser, der nicht drauf schießen. Ich schieß eh nicht auf Huhn, ich hab auch ja keine Pfeile. Oh, schattig. Durch das Frieren ist jetzt natürlich alles runter, wa? Ja. Essen. Gut, Veggie war eh runter, da müssen wir mal ein bisschen sammeln. So, schnell Taschen auspacken, falls mich wieder einer sprengen will. Na, jetzt kommt er eigentlich. Jetzt kommt der eigentlich Kinder, sollte eigentlich Kinder kommen. Eigentlich. Geh ich nochmal zum anderen Madenbaum mit meinen 43 Leben. Und gucke, ob da noch was drin ist. Ja, ist schon wieder. Ja, schon wieder hackbar. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir Baustoff zusammenkriegen, um unsere Butze zuzukriegen und dann vielleicht zum Winter noch einen zweiten Ofen und vielleicht dann irgendwann den Kühlschrank, sodass wir alle ein bisschen organisiert haben für uns, dass wir selber so weit klarkommen und dann gehen wir wieder die größeren Sachen an. Ja, wirft er eben immer ein bisschen zurück, kann man nicht machen. Und in der Zeit, denke ich mal, können wir auch noch ein, zwei von den Fallen bauen. Von den Kleintierfallen. Und naja, so sollte dann so peu à peu für uns dann wieder vorwärts gehen. Deshalb müssen wir jetzt auf uns gucken, dass wir die Bude zukriegen. Wir hatten zwar den Plan, Klamotten uns zu bauen. Hatten wir auch schon. Das sah auch ganz cool aus, kurzzeitig. Aber die sind leider direkt an der Front zerrissen. Ja, ja, dafür sind sie da. Um meine Weste traue ich ein bisschen. Trauer. So, ein bisschen Essen haben wir. Haben wir was für Tünchen? Ja, Möhrchen. Damit haben wir gerade nicht, außer Möhrchen. Oh. Macht nicht so ich viel. Ich brauche Fleisch. Kann man ein Ei kochen im Herd? Nee, war. Nee. Fleisch kannst du haben. Fleisch. Ja, Fleisch. Ich habe ja schon einen Hasi-Fleisch, aber das war nicht. Das war nicht genug. Bin noch nicht gesättigt. So. Ja, ein bisschen kommt ja immer zusammen. So ist es ja nicht, aber. Nägel wären mir lieb gewesen. Das wäre schön. Aber kann man so ein Ei roh essen? Ja, Mann. Nee, ja? Rüstet einfach, zeig mal. 10, okay. 110, Dost minus 4. Was ist das? Zack. Oh, ich hab betet rot. Veggie und. Das ist doof, wa? Ich glaub auch. Aber hier ist ja Fleisch. Bisschen. Ja, zur Not angeln wir. Ist ja kein Problem. Scheißen Trick. Dann isst du mal die zwei. Ich bin wenigstens schon im Gelben. Nägel. 8. Samen, was nehmen wir denn? Kartoffel. Heilkräuter mal, oder? Nee, wir brauchen. Nein, lass doch mal. Wir haben doch hier noch Heilkräuter. Wir brauchen viel dringender Veggie. Wenn wir drei Fallen haben. Aber hier ist Karotte, wa? Ja. Dauert aber eben alles. Wir nehmen für uns Karotte. Ja. Ich hatte eh eine Karotte jetzt gerade verfüttert ans Hühnchen. Scheiß auf das Huhn, wir müssen leben. Ja, wir brauchen aber die Federn und das Fleisch vom Huhn. Federn? Das ist schon 4, guck, ist so schön. Lass uns ein Männchen oder ein Weibchen? Lass uns mal einen Namen suchen. Nee, wir wollen keinen Namen, wir fangen ohne so an. Polka? Olga, Polka. Keine Ahnung. Wir wollen keinen Namen. Wir geben Tieren keine Namen. Wir schlachten die doch eh. Dann ist man nur traurig am Ende. Na und, aber ist doch schön. Rechte Beinchen von Olga, linke Beinchen Nein, von Olga. Lass es. Nein? Nein, wir wollen. Was fliegt denn hier? Eine Feder? Kann man die halt fangen? Wie in Forest? Die sind Blätter. Achso. Ist im Herbst immer so. Jetzt könnte es auch wieder aufhören zu regnen. Na, es wird gleich Abend. Schon? Ja. Ich glaube, ja. Also, ein bisschen ist noch. Ich geh noch mal gucken, ob hier irgendwo eine Kiste liegt.
Dann müssen wir wieder auf die Map starren und alles im Auge behalten. Wegen den Lagerfeuern. Ach, lass uns mal noch so eine kleine Tierfalle bauen. Noch in her? Ja, ja. Dann haben wir drei. Ja. Heilkräuter haben wir noch einen Haufen Samen. Ach, die Beute in der Tasche. Das stimmt. 8 Stöcke. Hier. Und nur irgendwie, weiß nicht wie viel. So. Zack her. Ach, 4 nur, okay. Und. Zack. So, und die stelle ich. Mal schön weit weg, oder? Boah, nee, nicht so weit. So wiederfindest weg. Mit ja, dem Navi. Mach ich hier hinten wieder. Hier war sie schon mal. Aber das, die war nicht so ergiebig. Das war vielleicht zu dicht. Nee, ich glaube nicht. Die ist schon weit weg. Ich muss nur noch schnell Grünzeug holen. Und wenn nicht, dann müssen wir sie eben umstellen. Watt 5 oder Watt 6? Meine Augen, ey. Ach, 6. Fischauge, ja. Ja, Fischauge, schön. Hab ich schon eingebürgert jetzt. Oh, hier hinten. Die findest du nie wieder. Ja, wieso? Ich bin doch schon wieder da. Das ist ein Echt. Soll ich ihm mal... Mach doch. Zeig mal, was du kannst. Mit 7 Pfeilen. Ich hab ein. Nee, ich hab 2. Und ne Kugel. Der hört uns denn auf und dann stehen wir wieder da. Nee. Nee, wir lassen den an der Base kommen und schießen den dann da vor der Tür. Mann, unsere Base ist kaputt. Du wir hast doch gesagt, wir töten den Elch. Nein, ich hab dich gefragt, ob du das gerne möchtest. Du könntest ja rennen. Ja, ich möchte den gerne, aber ich... Nein. Nein. Gerne Elchfleisch und Kleber. Elch. Fisch. Elch. Elch. Fleisch. Elch und Fisch und Fleisch. Ich baue mir mal eine Spitzhacke. 1, 2, 3. Bretter müssen wir auch wieder bauen. Holz müssen wir auch wieder sammeln. Holz? Ja. Wir müssen nochmal so einen Farmtag einnehmen, weil ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen angeln. Halt die Befürchtung. Ja, machen wir ja gleich. Wird gleich duster, der Ofen steht ja da, da wird uns nicht ganz so kalt. Da ist ja Veggie, aber gut, mein Gott, dann ist es. Mach ich uns schon mal ein paar Angeln sehen, ne? Na, 3, 4, 5 müssten wir noch. Na, 3 sind noch da, ne? Oder sind das 5? Oh, Augen, ey. Ja, Fischaugen. Diese Kleinzahl. Kann man nicht die Anzeigen größer machen, ey, für alte Leute? Tja. 3 reicht nicht, wa? 3 und Stöcker und... Was noch? Wurm. So, dann haben wir 4. Das sollte eigentlich reichen, wenn du eine große fängst, oder ich? Nee, ich mach das schon. Du bist immer... Oh, der Elch kommt zur Base. Scheiße. Nein. Der reißt uns hier die Bude noch ein. Wir haben hier bloß 441 erste Nägel. Ja, wenig, aber die brauchen wir auch für Pfeile. Wir müssen wenigstens das Vorderding hier reparieren, wenn wir den schießen wollen. Nee, wir trauen uns das, glaube ich, nicht. Der ist 4 und hat 200... 360. Na gut, ich hab aber... Du hast einen Pfeil. Ich hab 2 Pfeile und ich könnte noch ein bisschen Muni. Also du könntest ja auch... Wir haben... Du hast 52 Gewehr-Muni. Warum schießt... Achso, du hast keine Wehr. Ja, ich keine Wehr, aber witzig. Na? Ja. Witzig. Haha. Ha. Okay, na dann, let's go. Nee, willst du das wirklich machen? Ich bin grad dabei. Oh, der rennt weg. Na dann haben wir ja nochmal eine Chance. Hast du ihn getroffen? Ja. Na, sonst würde er ja nicht wegrennen. Na doch. Dicke Ding. Du dicke Ding. Doch, Baukiste. Den sehen wir jetzt eh nicht mehr. Es wird dunkel. Scheiße. Schade um den Pfeil. Oh, Nägel. 4 Stück. Was stöhnt denn hier? Na, das Hühnchen. Aber warum stöhnt denn? Sieht doch nicht. Vielleicht muss es Attentat einen Stuhlgang. Alter. Warten. Eklig. Das ist manchmal so. Nee, jetzt sehen wir den nicht mehr. Du wirst doch wohl ein Elch sehen, der ist riesengroß und hat hier Weih. Ja, aber ich glaube, der frisst uns auf dem Rückweg weg, wenn du rot.
Ja, dann geh zurück. Komm, wir haben Angst, wir sind feige. Das bringt eh nichts. Ich hab auch Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab mehr Angst vor Elch als vor Jägerbanditen. Na, weil du willst, dass der Jäger und Bandit großen Prozess macht. Der Elch, der hört dich erst auf und schleudert dich ein bisschen hin und her. Der tut viel mehr weh. Nee. Doch. Bringst du ihn mit? Nein. So, sieht doch nichts mehr. Gut, dann machen wir Schluss für heute, wa? Und dann ja, sehen wir uns entspannt und gesättigt wieder in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Haut darin. Ciao.